Hallo ihr Lieben, willkommen im Video. Willkommen im schönen Königstein. Und der Herbst hält Einzug. Und man sieht es auch, hinter mir gibt es Chrysanthemen. Ich habe meine Blumen alle schon reingeräumt, weil ich drehe jetzt Video und der Laden ist zu. Und das ist auch ganz gut so, weil dann habe ich nämlich ein bisschen Zeit und Ruhe, mit euch zu drehen. Mein Kameramann ist nicht da. Man sieht auch schon am Herbst hier, sind die Hagebutten sind da, diese schönen Früchte. Und ich glaube, es gibt dieses Jahr, glaube ich, sehr schöne Hagebutten. Ich finde, das sind sehr feste, tolle Früchte. Ja, es gibt, was auch herbstlich ist, es gibt Nadelkissen, ja, diese schöne Kapflora, diese Protea. Es macht sich super schön in Herbststreusen, gibt es gelb und orange, so leuchtende Farben. Und dann, was natürlich typisch Herbst ist, es gibt unsere wunderschönen Fuchsschwänzchen, den Amaranthus und auch der Herbst lässt grüßen. Es gibt das tolle Sedum. Ja, und man sieht jetzt, es ist noch wirklich Anfang Herbst, weil wenn der Herbst weiter fortgeschritten ist, dann sind die richtig dunkelrosa und die brauchen jetzt einfach noch ein bisschen Zeit. Ja, und zum Thema Herbst gehen wir mal in den Arbeitsbereich, weil es hat mir so in den Fingern gejuckt. Und man kann es schon fast erahnen an dem Setup hinter mir. Oh, die Perspektive hatte ich auch noch nie. Ja, es geht um Herbstkränze. Wie schön. Ja, also da wollte ich euch heute mal das erste Herbstkränzchen wickeln mit Hortensie und mit Hopfen. Aber ich muss die Kamera jetzt erstmal umdrehen und dann kommt natürlich die Intro. Dann sage ich einfach bis gleich. Lieben, ich bin zurück. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass man natürlich den Tisch schön sieht. Ich glaube, der ist wichtiger als ich. Und selbst wenn ich manchmal ein bisschen aus dem Bild rausgehe, dann ist es nicht so schlimm. Ich bemühe mich, hier drin zu bleiben und ich komme einfach ein bisschen runter. Ja, und ist ja die Erntezeit, Herbstzeit, Erntezeit. Es ist auch so eine schöne Zeit. Und das ist natürlich damit verbunden mit diesen tollen, reifen Hortensien. Wer von euch Hortensien im Garten hat, der weiß ja, die sind sicherlich auch im Sommer rosa oder haben andere Farben. Aber wenn die dann reifer werden, dann vergrünen die immer. Und dann sind ganz viele Sorten, die sehr, sehr grün werden. Und es ist eher selten, dass die so diese Rosé-Töne haben. Das ist natürlich super schön. Ja, das ist so total klasse. Und was es jetzt auch ganz toll gibt, was mir wunderschön gefallen hat, das ist Hopfen. Ja, Hopfen fand ich auch sensationell. Diese schönen Dolden, ja, und diese Ranken, die können ja nicht selber wachsen. Ja, die haben ja auch ich war in Bierfrankenradeln und da waren ganz viele Hopfen und Hopfenfelder und da ist der Hopfen so entlang von diesen Stangen, dass der so hochgezogen wird. Ja, das ist ja so eine Schlingrankpflanze. So, jetzt mache ich die Kamera doch ein bisschen höher. Ich hoffe, da ist noch genug vom Tisch drauf. Ich glaube schon. Okay, ja. Dann habe ich beschlossen, ich mache mal ein Kränzchen, ein Hortensien-Hopfen-Kränzchen. Und es gibt ja immer verschiedene Größen von Kränzen. Je größer der Kranz, desto mehr Material, desto länger dauert es, ist natürlich klar. Ich habe jetzt einfach mal einen kleinen Strohrömer genommen und das ist jetzt wirklich so eine, was hat denn der, 20 cm? Mein Augenmaß lässt auch zu wünschen übrig. Und es ist eine schöne Größe, dass man eine Kerze reinstellt oder man kann auch ein Sträußchen reinstellen. Aber das ist jetzt so eine, 20 cm hat er. Ja, also das ist richtig schön klein. Was ich trotzdem mache, und was natürlich immer schön ist, da ich nicht rundum wickle, da ich nicht rundum wickle, sprich ich wickle nicht oben und unten die Hortensie und den Hopfen, sondern ich wickle das natürlich nur im sichtbaren Bereich, ist es ganz schön, wenn man Kranzwickelband nimmt. Kranzwickelband ist hier dieser dünne Vlies, das ist also kein Kunststoff, sondern das ist ein Vlies wie Baumwolle oder so. Und mit diesem Vlies wickel ich
mein kleines Kränzchen. Oh, es ist aber auch sehr knapp. Ja, meine Rolle ist so dick, das wird sich noch ändern im Laufe meiner Arbeiten. Die Rolle ist so dick, dass die kaum durch das Kränzchen durchgeht, weil ich glaube, die hat genau 20 cm Durchmesser. Ja, Vorteil von dem Vlies ist natürlich auch, das ist auch für die ganzen Weihnachtsarbeiten, ist das auch sehr schön. Oh, kleines Hindernis, das ich mir selbst gestellt habe, das ist, also wenn ich von hinten auf das Kränzchen gucke, wenn ich das an die Tür hänge, dann ist da nicht dieses rohe Stroh, sondern es ist schon schöner, wenn das natürlich abgewickelt ist. Deswegen mache ich mir die Arbeit. Ich habe hier mir einen Krampen bereitgelegt und ich wickel mal kurz. So, also ich bin auch angekommen. Ich habe leider keine angefangene Rolle von dem Kranzwickelband mehr. Es war jetzt wirklich nur diese volle Rolle, die große, und somit konnte ich das leider nicht beschleunigen, das Ganze. Aber auch die wird kleiner werden mit dem Benutzen. Ich mache mal dieses ganze Stroh von meinem Tisch runter und nehme eine Schere, schneide es ab. So, jawohl. Also das ist so eine Rolle mit Kranzwickelband. Kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und nehme dieses Band, klappt es einmal um. So, und mache jetzt von unten, klappt es um hier, ja, und habe hier einen Krampen, ja, bereitgelegt, und den mache ich jetzt rein. So, wenn der nicht so ganz rein will, dann nimmt man einfach, dann wendet man Gewalt an. So, jetzt ist er drin. Okay. Das Kränzchen ist jetzt so klein, dass jetzt hier tatsächlich von diesem Krampen die Spitzen, die gucken auf der anderen Seite raus. Also ich könnte jetzt noch eine Drahtschere nehmen und es abschneiden, aber das tue ich jetzt nicht. Ja, es gibt verschiedene Drähte zum Wickeln. Es gibt den Wickeldraht und es gibt den Basteldraht, oder Basteldraht heißt der bei Floristik24. Wir nennen ihn auch Myrtendraht, also das ist der auf der Rolle. Da ich so schwer hier durchkomme, würde ich den Wickeldraht beiseite lassen. Den nehme ich heute nicht, sondern ich nehme natürlich dieses kleine Röllchen, und so kann ich immer in der Mitte durch. Ja, und jetzt kommt im Grunde genommen die Fleißarbeit an der Geschichte. Ich habe also wunderschöne Hopfenranken, und ja, das mit dem Hopfen. Ich habe tolle Hortensien, ja, und ich möchte eigentlich wirklich so dieses natürliche Grün und auch die Rottöne, das möchte ich gern wickeln. Aber die Fleißarbeit an der Geschichte ist eigentlich, ich muss jetzt erstmal hergehen, bei dem Hopfen sämtliche Blätter abzupfen, weil die Blätter, die bleiben nicht schön, und brauche so Stückchen, die ich reinwickeln kann. Und das heißt, die Vorbereitung von Herbstkränzen wickeln ist tatsächlich wirklich reine stupide Fleißarbeit. Das heißt, ich muss jetzt erstmal alles zupfen, schneiden. Das ist auch genauso, wenn ich im Advent, wenn ich gern Kränze für Weihnachten wickeln möchte, da muss ich auch alles, das Grün, in Stückchen mir abteilen. Und wenn ich dann alles in diesen passenden, perfekten Stückchen habe, dann erst kann ich meine Arbeit beginnen, und zuvor brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Das heißt, ich habe jetzt diesen Fleißjob, den Hopfen zu teilen, die Hortensie zu teilen, dann nehme ich ein bisschen Moos, damit ich auch Volumen gewinne, und damit ich, das kann ich schön zwischenwickeln, aber ansonsten ist es jetzt wirklich ein Zupfen und nur vorbereiten. Und viele denken immer, auch bei Streusenbinden, ja, denken viele immer, ja, das wäre, wenn ich einen Blumenstrauß mache, das ist nur das Straußbinden. Nein, wir sind so viel mit Vorbereitung beschäftigt oder mit Saubermachen, mit Nachbereitung. Diese ganzen zusätzlichen Arbeiten, die im Blumenladen anfallen, die sehen viele gar nicht, und die sehen eigentlich nur so die Kreativseite. Die ist total schön, aber es gibt auch eine Fleißseite, die gar nicht so gesehen wird. Und das ist ja auch, ich erzähle das ja immer wieder, wenn ich vom Großmarkt komme, das heißt auch, die Fleißseite ist, dass wir stundenlang
ja, Rosen abdornen, dass wir irgendwelche, ja, dass wir das grün frisch anschneiden, Vasen frisch machen, dass wir dass wir Blumen entblättern, frisch anschneiden. Also diese Arbeiten, wenn an Großmarkttagen, dauert eigentlich einen halben Tag. Ja, wirklich, wirklich nur einen halben Tag, nur sauber machen, danach hier einen riesen Grünmüllbeutel raustragen mit den ganzen Sachen, bis wir endlich mal starten können, Sträuße zu binden. Ja, aber ich glaube, dass selbst mein Mann, dem war das auch nicht so ganz bewusst, wie viel Arbeit wir mit Blumenputzen verbringen. Und wenn hier wirklich Land unter ist, hat er mir auch mal geholfen, das zu machen. Und das war natürlich total super, weil da hatte der Rest der Belegschaft Corona. Und das hat dann die Anerkennung gegenüber meinem Beruf dann doch drastisch erhöht. Das fand ich auch nicht schlecht. Ja, so, also ich bin jetzt hier fleißig am Teilen, am Vorbereiten. Habe hier so Häufchen, die ich vor mich lege, wo ich die Sachen schon, ja, eben so zupf Blätter ab. Blätter gehen als erstes kaputt. Und habe hier wirklich so einen ganzen Haufen, der so um mich rum liegt, ja, bis ich da mal anfangen kann zu arbeiten. Zu wickeln. Nein, arbeiten tue ich jetzt schon. Zu wickeln. So, aber ich würde sagen, jetzt legen wir dann mal so langsam los. Moos habe ich hier auch. Schönes grünes Moos. Das ist ganz trocken. Das haben wir flächig auseinandergelegt, flächig getrocknet. Und wir fangen einfach mal an, indem ich den Draht um meinen Strohrömer wickle, einmal verdrehe, sodass der fest ist. Und jetzt kann ich immer Material anlegen. Das heißt, ich lege Hortensie an. Ich nehm jetzt wirklich im Wechsel Hopfen, Hortensie, ein bisschen Moos dazwischen immer. Und mit dem Moos, das ist so als Füllmaterial hervorragend geeignet, weil dann brauche ich nicht ganz so viel Hortensie und Hopfen. Und dann kann ich das auch sehr, sehr schön gestalten. Und das lege ich wirklich immer dazwischen. Also Kränze wickeln ist so eine reine Fleißarbeit. Anders kann man das nicht bezeichnen. Und ich nehme den Draht also hier innen durch und ziehe, leg an und wickel ihn dann immer, lege ihn immer nach außen dann rum. Man kann immer ein bisschen kleines Füllsel schaffen mit dem Moos. Und dann lege ich wieder meine schönen Materialien an, lege den Hopfen auf das Moos drauf, dass ich so ein schönes Volumen bekomme. Ja, kann dazwischen immer mal wickeln. Leg dann wieder was dazwischen. Also es ist wirklich anlegen, wickeln, anlegen, wickeln. Das ist das Prinzip vom Kränze wickeln. Ich weiß nicht, wer von euch schon Kränze selbst gewickelt hat. Also es ist sehr, sehr schön. Ich finde es faszinierend. Ich liebe die Herbstmaterialien. Ich liebe Beeren, Früchte. Aber es ist natürlich immer ein bisschen, es ist Zeit, es ist Arbeit, es ist Material. Aber es ist so eine schöne Zeit, oder? Ach, es ist herrlich. Also manche sagen ja auch immer, man sollte Sachen wieder verwenden. Also wenn die Materialien nicht mehr schön sind, kann man ja auch genauso den Kranz abwickeln und kann ihn wieder neu bestücken. Also man kann den Strohrömer natürlich beliebig, wenn der noch schön ist, kann man den beliebig oft wieder verwenden, jederzeit. Und man kann den Draht wieder aufrollen. Ja, also das ist alles möglich. Und wenn ich jetzt hier so wickel und selbst wenn ich dann danach denke, an manchen Stücken, ich könnte noch mal ein bisschen was, so, Moment, erstmal anlegen. Wenn ich denke, ich könnte noch, da ist eine Lücke, dann kann ich immer noch was reinkleben. Das geht natürlich jederzeit. Kleben ist auch sehr schön. Oder man kann mit dem Krampen was reindrahten. Ja, das sind so die Varianten. Manche sagen, oh, sie wollen keinen Heißkleber verwenden. Sie wollen nicht kein Plastik. Ist okay. Ist für uns natürlich eine Methode, dass es sehr, sehr schnell geht. Ja, ist für uns einfach eine super Zeitersparnis.
Deswegen nehmen wir es gern. Wenn es nicht so um Zeit geht und wenn man sagt, oh, ich habe Zeit und Ruhe, dann könnt ihr auch alles drahten. Ja, weil früher wurde auch alles gedrahtet. Früher wurden sogar die Blumen für Trauerkränze morgens gedrahtet in den Trauerkranz. Und wenn tagsüber die Beisetzung war, weil es gab, ich glaube vor 50er, 60er, das müsste ich mal nachgucken, gab es keinen Steckschaum. Und da wurde das eben morgens gemacht, dann die Arbeit. Also gehen musste das auch, aber es ging halt anders. Ja? Und, dann, und wir haben jetzt, wir haben heutzutage einfach tolle Methoden, dass wir die, ja, dass wir die Sachen haltbarer machen können. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Luxus und eine Errungenschaft durch Steckschaum. Also, auch es dauert doch seine Zeit. Ich muss auch gestehen, es ist auch mein erstes Herbstkränzchen, was ich jetzt wickel. Und irgendwie muss ich mich auch mal erst wieder warm wickeln. Ja, und habe auch gemerkt, ich muss erst mal wieder, die Finger müssen sich erst mal wieder dran gewöhnen, anzulegen und das Ganze, ja, wieder die Materialien. Aber ich werde jetzt schnell reinkommen. Ich habe nämlich viele Ideen auch zu Herbstkränzen, und Herbstkränze sind ja so beliebt und sind so, so schön, das finde ich auch immer ganz toll. Bei dem Myrtendraht ist immer ganz wichtig, hier so eine kleine Spalte in der Rolle auf der Seite, sieht man das? Ja, ich glaube, das sieht man, genau. Und da muss ich den Draht festspannen, ja, fixieren, weil wenn der sonst so aufspringt, dann kann es sein, dass man die ganze Rolle nicht mehr so richtig verwenden kann. So, und fertig ist mein Hopfen-Hortensienkränzchen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Suche nach einer hübschen Kerze dazu. Und wenn man zum Beispiel eine Pappe bezieht mit einem hübschen, ja, es gibt so schöne Poster zum Beispiel, dann kann man, und eine Kerze rein, dann kann man, dann ist es ein ganz tolles, tolles Format, um dieses Kränzchen zu verschenken. Ich suche jetzt mal eine Kerze. So, ich suche jetzt mal eine Kerze dazu. Ich dachte mir, zu der Hortensie wäre es natürlich sehr schön, eine Kerze in Rosé. Und, aber die finde ich sehr schön. Aber ich finde, die ist eigentlich für das Kränzchen von dem Durchmesser ist die Kerze zu klein. Ich nehme die etwas dickere. Das ist sehr schön. Und dann habe ich einfach nochmal eine Unterlage. Ich finde, es muss immer schön zum Schenken sein. Ich habe einfach ein Blumenposter genommen. Und wenn ich dieses Kränzchen auf die Unterlage setze und dann die Kerze rein, nein, die dickere Kerze, und ich kann gegebenenfalls die Kerze ja auch noch mal erhöhen und das jetzt, ja, wenn man will, in Folie oder man schlägt sie in Papier ein. Ich finde, das ist jetzt so ein richtig schönes herbstliches Geschenk für den Tisch. Und wenn die Kerze ein bisschen runterbrennt, dann kann man sie innen einfach erhöhen, indem man Schälchen umdreht, so dass die rauskommt, dass natürlich das Kränzchen nicht anfängt zu brennen. Ja, aber das war jetzt heute mein erstes Herbstkränzchen, ein Hortensien-Hopfenkränzchen. Und ich bin sehr gespannt, wie immer, auf eure Meinung. Ist das was für euch? Macht ihr das auch? Habt ihr irgendwelche Wünsche für Herbstkränze, was an Materialien, was ihr gerne mal sehen würdet? Oder habt ihr Fragen? Ja, also Fragen nochmal zu Hortensien. Das ist natürlich jetzt auch ein ganz wichtiger Hinweis. Hortensien sind, also wenn die zu frisch sind,
dann halten die nicht. Also die müssen schon so ein bisschen trocken sein und so fest. Und am besten halten die eigentlich schon fast, wenn die dann so fast rascheln, ja. Also dann halten die sehr gut. Und jetzt der Übergang, dass die, hier sieht man zum Beispiel auch sehr gut, der Übergang, das ist ein bisschen braun in der Mitte, ja, dass die jetzt vom Regen braun werden, das geht jetzt sehr, sehr, sehr schnell leider. Und das jetzt ist so die Zeit, jetzt sollte man eigentlich in den Garten gehen und die Hortensien schneiden und sie dann in Kränzchen wickeln. Und wenn die dann drin sind und so trocknen, dann behalten die auch ihre Farbe recht lang. Also irgendwann werden die auch beige, aber sie faulen nicht. Ja, und das heißt, also jetzt ist eigentlich die Zeit, wo es ganz toll ist, die zu schneiden. Wenn man kurze Stückchen schneidet, dann riskiert man auch nicht die Blüte vom nächsten Jahr, weil hier ist jetzt noch nichts, aber wenn hier so zwei kleine Knospen links und rechts, so ganz kleine Knospen an den Blättern sitzen, das sind dann die Blüten vom nächsten Jahr. Und die sind wahrscheinlich bei dem nächsten Blattpärchen, die würde ich dann nicht abschneiden. Aber ich glaube, im nächsten Video gehe ich mal an den Hortensienbusch von den Nachbarn und zeige euch das mal, so dass ihr nicht die Blüte vom nächsten Jahr wegschneidet. Das wäre nämlich total schade. Ja, und aber das jetzt so zum Thema Hortensien und ich glaube, alles Wissenswerte, was mir so einfällt, das kommt einfach im nächsten Video. Ihr Lieben, macht's gut. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Wickeln und schicke euch ganz liebe Grüße. Küsschen, Grüßchen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.